Herzlich willkommen zum Technical Walkthrough der Anwendung, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Titel Prototypical Development of a Graphical Browser for the Exploration of Model-Based Data with the A12DE Framework entwickelt habe. Das Video ist in drei Kapitel unterteilt. Zunächst ein User Guide, der erklärt, wie man die Anwendung baut, startet und bedient. Dann folgt ein Überblick über die Architektur der Anwendung sowie die Implementierung der wichtigsten Komponenten. Und zuletzt schauen wir uns die Dataflows an, um ein Verständnis für die Interaktion der einzelnen Komponenten zu gewinnen. Die Anwendung, die in dieser Arbeit entwickelt wurde, befindet sich zum Zeitpunkt des Erstellens des Videos in der Codebase von A12.de. Nachdem wir den Code von A12.de erhalten haben, müssen wir zunächst alle Unterpakete bauen. Es bietet sich an, diesen Schritt beim Update von Abhängigkeiten oder beim Auftreten von Problemen beim Bauprozess erneut durchzuführen. Dies kann eine ganze Weile dauern. Es werden nicht nur alle Unterpakete gebaut, sondern Tests und weitere Checks durchgeführt. Bei Änderungen rein am Code der Anwendung dieser Arbeit, sprich alles im Unterordner Packages Thesis T-Jaworski, exklusive Änderung der Dependencies in den jeweiligen package.json-Dateien, reicht in der Regel ein reiner Compile-Vorgang der relevanten Pakete, der wesentlich schneller abläuft. Nach dem Bauen sollte man die Anwendung mit dem angezeigten Befehl starten können. Kommt es dabei nicht zu Fehlern, kriegen wir URLs angezeigt, unter denen die Anwendung für uns lokal erreichbar ist. In der Regel funktioniert die Localhost-Adresse. Je nach Netzwerksituation kann ein Ausweichen auf die alternative Adresse nötig sein. Wir können die Anwendung nun im Browser öffnen. Das Interface ist unterteilt in drei Hauptkomponenten. Wir haben einmal die Konfiguration auf der linken Seite, eine Toolbar sowie den gerenderten Graphen. Der Graph zeigt Knoten und Kanten entsprechend des geladenen Datensatzes. Beim Starten der Anwendung ist bereits ein Datensatz geladen. Mit einem Klicken und Ziehen des Diagramms können wir ein sogenanntes Panning durchführen, sprich den aktuellen Viewport auf den Graphen verschieben. Um wieder zum Ursprung zurückzukehren, kann man alternativ den Reset View Button in der Toolbar nutzen. Ebenso kann man die aktuelle Zoomstufe mittels des Mausrads verändern oder die entsprechenden zwei Buttons in der Toolbar nutzen für gröbere Veränderungen. Ein Klick auf den Zoom to Fit Button zeigt den ganzen Graphen an. Die Anwendung bietet zwei verschiedene Modi. Die Toolbar zeigt uns an, in welchem der beiden Modi wir uns aktuell befinden. Mehr dazu später. Wir haben hier außerdem die Möglichkeit, einen alternativen Datensatz zu laden. Um die weitere Funktionalität der Anwendung zu demonstrieren, zoomen wir zunächst ein wenig herein und klicken mit der linken Maustaste auf einen beliebigen Knoten. Auf der rechten Seite erscheint eine Detailansicht dieses Knotens. Sie beinhaltet einen Friendly Name, die interne ID sowie den Typ. Zusätzlich zeigt die sogenannte A12 Form Engine den Inhalt des assoziierten Dokumentes via des Formmodells. Der Mechanismus hinter der Form Engine wird im späteren Verlauf dieses Videos erläutert. Unterhalb der Form Engine sehen wir mögliche Aktionen. Die erste Aktivität ist aktuell nicht relevant, aber drücken wir doch einmal die zweite mit dem Titel SetRoute. Wir können zwei Sachen beobachten. Zum einen hat sich der gerenderte Graphausschnitt verkleinert auf den zuvor ausgewählten Knoten sowie seine Kinder. Zum anderen hat sich die Konfiguration in der linken Spalte geändert, im Speziellen die Konfiguration für die Regel Root Node. In der linken Spalte sind alle vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sichtbar und in Gruppen unterteilt.
Ich schließe einmal alle nicht aktuell relevanten und wir schauen uns RootNode im Detail an. Wir haben die Möglichkeit, RootNode komplett zu deaktivieren und Zugriff auf weitere Optionen. Schalte ich die Regel aus, ist zunächst nichts mehr sichtbar. Das liegt daran, dass wir den Viewport durch unser vorheriges Bewegen außerhalb des gerenderten Graphen platziert haben. Ein Klick auf Zoom to Fit lässt uns den gesamten gerenderten Graphen sehen. Auffällig ist, dass wir nun keinen Teilausschnitt des ganzen Graphen mehr sehen, sondern den kompletten. Ich wähle nun wieder einen Knoten aus und setze die Root Node mittels des Set Root Buttons. Jetzt ist wieder der Teilgraph sichtbar. Außerdem wurde die Konfiguration der Root-Node-Regel entsprechend geändert. Sie wurde aktiviert und als Root wurde der eben ausgewählte Knoten gesetzt. Wir können natürlich auch direkt mit der Konfiguration auf der linken Seite interagieren. Zum Beispiel können wir die Option Incoming Edges aktivieren, um zusätzlich eingehende Kanten zu unserem Root-Node anzuzeigen. Sprich, RootNode erlaubt es uns, einen Knoten als Wurzel festzulegen und von ihm ein- und/oder ausgehende Kanten und transitiv verbundene Knoten sichtbar zu machen. Die nächste Regel trägt den Namen Filter. Filter erlaubt es uns, die Liste der angezeigten Nodes und Edges explizit nach ihrer internen ID zu filtern. Gebe ich beispielsweise die ID 80 in dem Feld für Knoten ein und aktiviere die Regel, sehe ich nur den Knoten, der die interne ID 80 hinterlegt hat. Die manuelle Konfiguration dieser Regel ist etwas mühsam und vermutlich keine, für die man häufig eine Verwendung findet. Die nächste Regel Group scheint zunächst keinen Effekt auf das Rendering zu haben. Tatsächlich ist es eine interne Regel, die rein der Analyse des Datensatzes dient und erst in Kombination mit der nächsten Regel einen sichtbaren Effekt hat. Bevor ich diese Regel Paginate aktiviere, betrachten wir noch einmal den Graphen. Wir sehen hier eine Situation, in der ein Knoten mit mehreren anderen in Beziehung steht. Im Speziellen ein Projekt, das einige Meilensteine enthält. In einer derartigen Situation können wir mit der Paginate-Funktion die Komplexität des Graphen reduzieren. Statt alle Meilensteine wie bisher zu rendern, zeigt die Anwendung eine Art Stellvertreter, der für alle Meilensteine steht. Mittels der Buttons links und rechts neben diesem Knoten können wir die verschiedenen Seiten durchgehen. Die nächste Regel, Limit Amount of Entities, ist im aktuellen Zustand nicht sehr nützlich. Mit ihr kann man nur konfigurieren, wie viele Knoten maximal angezeigt werden. Aktuell erfolgt aber keine Sortierung nach Wichtigkeit oder ähnlichem. Die Regel Render Fallback ist eine interne Regel, die maßgeblich daran beteiligt ist, dass etwas gerendert wird. Die Wirkungsweise wird später erklärt werden, für die Bedienung der Anwendung ist sie aber zu ignorieren. Zu guter Letzt haben wir unter der Kategorie UI die Möglichkeit, einen Autozoom des aktuellen Viewports auf den gerenderten Graphen zu aktivieren. Also die automatische Betätigung des Zoom-to-Fit-Buttons, falls das Verhalten gewünscht ist. Die bisher vorgestellte Funktionalität umfasst die Möglichkeiten des Browse-Modus. Schauen wir uns einmal den alternativen Modus Explore an. Um ihn zu starten, müssen wir zunächst den Knoten auswählen, von dem wir die Exploration aus starten möchten. Noch befinden wir uns im Browse-Modus. Bei einem Klick auf Start Exploration wechseln wir den Explorationsmodus. Nun ist zunächst nur der ausgewählte Knoten sichtbar. Der grüne Rahmen indiziert, dass wir die Exploration von diesem Knoten aus gestartet haben. Ebenso sehen wir eine Liste aller ein- und ausgehenden Kanten. Bei einem Klick wird die entsprechende Kante und verbundene Knoten offenbart. Nach und nach können wir so den gesamten Graphen explorieren. Sobald wir unsere Exploration beenden wollen, können wir mit einem Klick auf Browse in den Browse-Modus zurückkehren.
Unsere letzte Ansicht auf den Graphen wird wiederhergestellt und wir können bei Bedarf an anderer Stelle weiter explorieren. Beachten wir zuletzt noch den Button Input in der Toolbar, der es uns ermöglicht, einen anderen Datensatz zu laden. Nach einem Klick fordert der Browser zur Auswahl eines Ordners auf. Sofern der ausgewählte Ordner einen korrekten Datensatz enthielt, rendert die Anwendung diesen nun. Der alternative Datensatz modelliert verschiedene Kaffeesorten sowie deren Herkunft. Auffällig ist, dass die Pagination nicht mehr zu funktionieren scheint. Dies liegt an der zu hohen Min-Entities-Einstellung der Group-Regel. Sie bestimmt, ab wann ähnliche Entities gruppiert werden sollen. Stellen wir sie auf 3, greift die Regel und wir können die ähnlichen Entities pagen. Hiermit sind nun alle Funktionalitäten des User Interfaces erklärt. Betrachten wir nun den Aufbau der Anwendung. Die Anwendung besteht aus zwei Hauptkomponenten. Die erste Komponente dient der Analyse des Graphens, Graph Analysis. Die zweite Komponente dient der Darstellung, Data Graph. Von besonderem Interesse sind die Interfaces zu diesen Hauptkomponenten. Die Graph Analysis Komponente hat als Input auf der linken Seite einen Datensatz. Der Output auf der rechten Seite sind sogenannte Render Instructions. Sie dienen als Input für die Datagraph-Komponente. Die Datagraph-Komponente gibt zusätzlich Konfigurationsparameter aus, die die Graph-Analysis-Komponente konfigurieren. Im Folgenden werde ich auf jede Komponente einzeln eingehen. Fangen wir zunächst mit dem Parser in der Graph-Analysis-Komponente an. Betrachten wir nun das Graph Analysis Unterpaket. Primär interessant sind die Dateien im Source Ordner. Hier finden wir auch die eingangs erwähnte Parser Komponente. Die Parser Klasse dient des Einlesens des Datensatzes. Der primäre Eintrittspunkt dieser Klasse ist die ReadFiles Methode. Input der Methode ist eine Assoziation von Dateinamen sowie deren Inhalt. Ausgabe der Methode ist ein Graph mit Entities and Relationships sowie einer zusätzlichen Spezifikation. Kommt es beim Einlesen zu einem Fehler, kriegen wir stattdessen einen Fehler zurück. Die Methode sortiert zunächst die Eingangsdaten. Wir müssen die Dateien sortieren, da beispielsweise Dokumente zu einem Dokumentenmodell passen müssen, Links zu einem Relationship-Modell. Die Sortierung betrachtet aktuell nur die Dateien, die wir auch sortieren müssen. Die Reihenfolge von sekundären Dateien ist undefiniert. Nachdem die Dateien sortiert sind, lesen wir sie einzeln ein. Je nachdem, um welchen Typ Datei es sich handelt, rufen wir unterschiedliche Methoden auf. Die Funktion benutzt unterschiedliche Kriterien, um festzustellen, um welche Art von Datei es sich handelt. Zunächst gucken wir auf den Dateinamen. Entspricht dieser datagraph.spec.js, handelt es sich um eine sogenannte Spezifikationsdatei. Diese Spezifikationsdatei erlaubt es uns, bestimmte Eigenschaften der Applikation in Abhängigkeit der Domäne zu überschreiben. Die Spezifikationsdatei
ist ein kleines JavaScript-Snippet. Aktuell haben wir zwei Möglichkeiten zum Überschreiben des Verhaltens: Piktogramm sowie Friendly Name. Piktogramm erlaubt es uns, in Abhängigkeit der Entity eine andere Darstellung zu wählen. Piktogramm ist eine Funktion, die die aktuelle Entity bekommt und ein Unicode-Symbol zurückgeben kann. In unserer Beispieldomäne wird in etwa für Entities vom Kind Location ein bestimmtes Emoji angezeigt, für Personen ein anderes und so weiter. Fehlt diese Funktion oder gibt 0 zurück, wird einfach die Standarddarstellung gewählt. Friendly Name ermöglicht es, dass nicht die interne ID angezeigt wird, sondern ein menschenlesbarer Name. Auch hier haben wir die Möglichkeit, Null zurückzugeben, um die interne ID anzuzeigen und ansonsten die Felder der Entity zu berücksichtigen. In unserem Datensatz können auch sogenannte Form Validation Scripts vorhanden sein. Diese sind intern für die R12 Form Engine nötig. Form Validation Skripte können aus Formmodellen automatisch generiert werden. Das Resources-Paket besitzt ein Gradle-Skript, was die Generierung für uns übernimmt. Dafür müssen wir unsere Eingangsdomäne in den Ordner Domain kopieren. Es ist hierbei auf die Einhaltung der Ordnerstruktur zu achten. Insbesondere müssen in den Models entsprechende Formmodelle vorhanden sein. Nach einer Ausführung der Gradle-Routine wird der Datensatz vollständig in ein Format übersetzt, das wir mit der Anwendung einlesen können. Insbesondere sind die generierten Validierungsdateien jetzt vorhanden. Das Lesen von Dokumentenmodellen, Formmodellen und Relationship-Modellen funktioniert recht ähnlich. Betrachten wir einmal das Einlesen eines Dokumentenmodells. Wir überprüfen zunächst, ob dieses Modell schon existiert und geben einen Fehler zurück, falls dies der Fall sein sollte. Ansonsten wird das A12-Format für Dokumentenmodelle in ein internes Format übersetzt. Schließlich speichern wir dieses interne Dokumentenmodell für spätere Referenz. Beim Einlesen einer Instanz eines solchen Dokumentenmodells, also eines Dokumentes, gehen wir wie folgt vor. Zunächst müssen wir natürlich überprüfen, ob das referenzierte Dokumentenmodell zuvor eingelesen wurde. Danach führen wir einen rudimentären Type-Check durch, der überprüft, ob die Daten, die in dem Dokument vorhanden sind, mit dem entsprechenden Dokumentenmodell übereinstimmen. Außerdem kann es nötig sein, dass wir bestimmte Daten transformieren müssen. Im Speziellen sind das Felder, die Dates enthalten. Diese werden von einem String in ein JavaScript-Date-Object interpoliert. Anschließend speichern wir das interpretierte Dokument nun als Entity und hinterlegen das ursprüngliche Dokument für spätere Referenz im A12-Kontext. Die Implementierung für Dokumentenmodelle und Dokumente ist parallel zu der Implementierung der entsprechenden Methoden von Relationship-Modellen, Form-Modellen und Links. Nach einem erfolgreichen Parsen eines Datensatzes können wir über die GetState-Methode Entities and Relationships abrufen und über die GetDomain-Methode die ursprünglich eingelesenen A12-Artefakte. Nach dem erfolgreichen Parsen besitzen wir nun ein Entity-Relationship-Modell
das zu den Daten der A12-Domäne korrespondiert. Dieses ERM dient als Input für die sogenannte Engine oder Rule Engine. Sie analysiert das ERM, inferiert neue Informationen und produziert letztendlich Render Instructions. Die Engine verarbeitet Daten mittels sogenannter Rules. Rules haben eine eindeutige ID, eine assoziierte Config sowie vier optionale Stages. Rules werden nur dann evaluiert, wenn sie enabled sind. Über eine numerische Order können wir festlegen, in welcher Reihenfolge die Rules evaluiert werden. Wir gehen dabei in der Reihenfolge der Stages vor. Sprich, zunächst wird jede Init Stage ausgeführt, jeder Rule, dann jede Predicate Stage und so weiter. Die Order bestimmt dabei die relative Ordnung innerhalb der Regeln. Möchte ich, dass eine Regel vor einer anderen ausgeführt wird, würde ich eine niedrige Order wählen. Im Groben folgen die Stages dem Redux-Paradigma. Sprich, wir haben State, Actions und Reducer. Die Init-Stage ist die erste Stage, die ausgeführt wird. Sie dient der Filterung des ursprünglichen States. Die Predicate-Stage generiert eine Liste an Actions in Abhängigkeit vom aktuellen State. Die Liste der generierten Actions bestimmt, wie häufig die nächste Stage, Reducer, läuft. In der Reducer-Stage können wir Entities verändern, hinzufügen, löschen, etc. Die finale Render-Stage folgt nicht dem Paradigma von Redux. Hier verändern wir den State und eine Liste von Instructions direkt. Um eine Instanz der Engine-Klasse zu erstellen, müssen wir eine Konfiguration übergeben. Sie besteht im Wesentlichen aus der Konfiguration der einzelnen Regeln. Dabei überschreibt die übergebene Konfiguration die standardmäßig vorhandene Default-Konfiguration. Nach der erfolgreichen Konstruktion der Engine-Klasse nutzen wir die ReadGraph-Methode, um den Redux-Store zu initialisieren. Dabei wird jede Entity und Relationship aus dem ERM im Redux-Store abgelegt. Wir beachten dabei die Spezifikation, die zuvor eingelesen wurde, sprich Friendly Name und die Piktogramme. Mit den abgelegten Daten im Redux Store können wir nun nach und nach jede Stage der einzelnen Rules durchlaufen. Das Resultat ist eine Liste von sogenannten Render Instructions. Render Instructions sind einfache Objekte, die dem Datagraph-Paket sagen, was gerendert werden soll. Beispielsweise zeichne eine Node für folgende Entity oder zeichne eine Kante für folgende Relationship. Ebenso gibt es eine Render Instruction, um einen ganzen Subgraph zu zeichnen. Dieser Subgraph beinhaltet dann eine Liste an Entities und eine Liste an Relationships. Zu guter Letzt existiert eine Render-Instruction zum Zeichnen von Pageable Nodes, also Nodes, die mehrere Seiten enthalten können. Diese Render-Instructions beinhalten eine Liste von Pages, die wiederum eine Liste von Render-Instructions beinhalten kann. Die Rule Engine produziert also abhängig vom ERM und der Konfiguration der Regeln eine Liste von Render-Instructions. Schauen wir nun ins Datagraph-Paket. Auch hier ist der Source-Ordner von primärem Interesse. Bevor wir in die einzelnen Komponenten einsteigen, schauen wir uns zunächst einmal an, wie die App konstruiert wird. Der Aufbau der App folgt im Wesentlichen einer Standard A12 Frontend-App. Wir erstellen einen Store
Also ein Redux-Store mit A12 Middleware sowie eine A12 React-App. Beim Erstellen des A12 Stores ist vor allem das Application Model interessant. Hier definieren wir den genauen Aufbau der App. Das Application Model wird im Detail in der Ausarbeitung beschrieben. An dieser Stelle möchte ich nur auf die Hauptszene aufmerksam machen. Sie beinhaltet die Hauptansicht im Browser. Im Speziellen zeigen wir eine View mit dem Namen Browser und eine View mit dem Namen Sidebar. Die Sidebar bietet die Möglichkeit der Konfiguration des Graph Analysis Package. Die Browser View beinhaltet sowohl den A12.de Canvas, der das eigentliche Diagramm darstellt, sowie die Toolbar. Die Sidebar bietet uns die Möglichkeit, jede vorhandene Rule der Graph Analysis Rule Engine zu konfigurieren. Bei der Implementierung wurde ein deklarativer Ansatz gewählt. Hier sehen wir beispielsweise, wie die Root Node Rule konfiguriert werden kann. Zusätzlich zu der jederzeit vorhandenen Enabled Flag sehen wir hier weitere Optionen zur Konfiguration. Jede Rule ist zusammengesetzt aus Komponenten für einen bestimmten Typ. Wir haben beispielsweise Komponenten, um Boolean-Werte zu konfigurieren, eine Komponente, um aus einer Liste von Entities auszuwählen und so weiter. Die Browser-View-Komponente dient primär der Einbindung des A12.de Canvas sowie die Bereitstellung von User-Interaktionen. Die eigentliche Logik, nämlich das Übersetzen von Render-Instructions in das A12.de Format IR, Intermediate Representation, passiert auf der Redux-Ebene. Schauen wir einmal in die Datenebene. Die Anwendung benutzt Redux, um den relevanten State zu speichern und zu modifizieren. Pro Kategorie haben wir demnach einen eigenen State Slice. Der Redux Store bildet die Grundlage für sogenannte Sagas. Besonders interessant ist die Render-Saga. Die Render-Saga reagiert auf Änderungen des Redux-State und produziert die IR, die von a12.de konsumiert wird. Insbesondere, wenn sich die eingehenden Render-Instructions geändert haben, aber auch bei User-Interaktionen müssen wir eine neue IR generieren. Die Render-Saga übersetzt dabei jede einzelne Render-Instruction in das Pendant in der IR. Dabei wird der aktuelle Zustand des Graphen betrachtet, also etwa welche Page wurde ausgewählt vom User oder an welcher Stelle befindet sich eine Node. Jede Render-Instruction wird einzeln betrachtet und übersetzt. Für simple Render-Instructions wie Node oder Edge ist das sehr einfach. Pageable Nodes müssen hingegen rekursiv gerendert werden. Das Resultat der Render-Saga, also die IR, kann direkt dem A12.de Canvas übergeben werden. Zuvor haben wir den A12 Renderer initialisiert und Widgets registriert für die zwei verschiedenen Node-Typs sowie die Edges. Hiermit habe ich die Hauptkomponenten auf einem hohen Level erklärt. Um ein Verständnis für die Interaktion der einzelnen Komponenten zu kriegen, ist es hilfreich, wenn wir uns den gesamten Fluss der Daten einmal von Anfang bis Ende anschauen. Also von A12 Datensatz bis hin zum gerenderten Graph.
Schauen wir uns nun einmal den Datenfluss von Anfang bis Ende an. Hierbei bietet es sich an, einen neuen Datensatz zu lesen. Was genau ist passiert, bis wir zu dieser Darstellung gekommen sind? Da sowohl Data Graph als auch Graph Analysis auf Redux aufbaut, haben wir die Möglichkeit, mit den Redux-Entwicklerwerkzeugen zu arbeiten. Alle User-Interaktionen dispatchen eine Redux-Action. In dem Fall hat der Klick auf Input dafür gesorgt, dass eine Action mit dem Typ Files setFiles und mit einer Payload der einzelnen Dateien dispatched wurde. Dabei haben wir die eigentlichen Dokumente sowie Links als auch die Spezifikation, Formvalidierung und natürlich die einzelnen Modelle. Das Dispatchen der setFiles-Action bewirkt, dass die Analyse-Saga erneut durchgeführt wird. Das sieht wie folgt aus. Zunächst lesen wir die aktuell gesetzte Konfiguration aus dem State. Zusammen mit den Files, die soeben gesetzt wurden, können wir nun die Graphanalyse starten. Das Ergebnis der Graphanalyse sind zum einen die Render Instructions, aber auch die Domäne. Das Ausführen der Graphanalyse besteht aus dem Konstruieren der Engine mit unserer Config, dem Einlesen des Datensatzes durch den Parser und schließlich dem Aufruf der Render-Methode auf dem resultierenden ERM. An dieser Stelle springt der Kontrollfluss in das Graph Analysis Package. Schauen wir uns die Evaluierung der Regeln einmal im Detail an. Da sowohl RootNode als auch Filter disabled sind, können wir sie fürs Weitere ignorieren. Die Rule Engine muss also nur die Regeln Group, Paginate und Render Fallback evaluieren. Dabei gibt die Order an, in welcher relativen Reihenfolge diese Regeln evaluiert werden. Zunächst wird die Init Stage jeder Regel evaluiert. Da keine der aktivierten Regeln eine Init Stage besitzt, wird die Init Stage komplett übersprungen. Die nächste Stage ist die Prädikat Stage. Der Order nach müsste die Group-Regel als nächstes evaluiert werden. Da sie eine Prädikaten-Stage hat, passiert dies auch. Die Idee hinter der Gruppenregel ist recht einfach. Wir möchten Entities, die mit einer bestimmten anderen Entity verbunden sind, in eine Gruppe fassen. Sofern die Anzahl der Entities mindestens Min-Entities beträgt. Dies korrespondiert mit der Option in der UI. Um die Idee umzusetzen, schauen wir uns jede der vorhandenen Relationships an. Insbesondere bauen wir eine Assoziation von Quellknoten sowie deren Relationships. Für jeden Quellknoten, von dem mehr Relationships ausgehen als der eingestellte Schwellenwert, können wir dann eine Gruppe erzeugen. Eine Gruppe assoziiert einen Quellknoten mit Zielknoten. Gleiches machen wir analog nur für die Assoziation von Zielknoten zu Quellen. In diesem Schritt evaluieren wir auch
Subgraphen für jede gefundene Gruppe. Wir benötigen die Subgraphen eines jeden gruppierten Knoten für die spätere Berechnung der Pagination. Einen Subgraphen finden wir über eine Breitensuche. Die Regel gibt am Ende der Prädikatphase Actions zum Hinzufügen von Gruppen sowie der Subgraphen aus. In unserem speziellen Fall hat sich ergeben, dass die Node mit der ID 7 mit drei weiteren Nodes in Beziehung steht. Und zwar in Beziehung Origin of. Weiterhin haben wir alle verbundenen Subgraphen entdeckt. Keine der anderen Regeln besitzt eine Prädikaten-Stage. Deswegen ist diese Phase abgeschlossen. Die nächste Stage ist die Reducer-Stage. Allerdings benutzt keine der aktuell aktivierten Regeln diese Stage. Daher wird sie übersprungen. Nun bleibt nur noch die Render Stage. Von den verbleibenden Regeln nutzen nur Paginate und Render Fallback diese Stage. Da Paginate eine niedrige Order hat als Render Fallback, wird ihre Render Stage zuerst ausgeführt. Die Idee der Paginate-Regel ist, dass wir pro Gruppe eine Draw Pageable Node Instruction erzeugen. Wir gehen dabei Gruppe für Gruppe vor und erzeugen eine Instruction. Dabei ist es wichtig, dass wir Entities, die durch eine Gruppe repräsentiert werden, nicht noch ein zweites Mal zeichnen. Entsprechend merken wir uns, welche Entities bereits durch eine Gruppe abgedeckt werden. Das Resultat ist eine Pageable Node mit den verschiedenen Pages, die der User im Interface durchklicken kann. Die Paginate-Regel hat also nun für diesen pagebaren Knoten alle Render-Instructions generiert. Es existieren aber noch keine Render-Instructions für die regulären Nodes und Edges. Nach unserer Konfiguration nach ist zuletzt die Render-Fallback-Regel dran. Sie trägt den Namen Fallback, weil sie alles rendern soll, was nicht zuvor durch andere Regeln abgedeckt wurde. Entsprechend hat sie die niedrigste Priorität. Die Funktionsweise der Render-Fallback-Regel ist sehr einfach. Sie iteriert lediglich über jede Entity und über jede Relationship und generiert entsprechend Draw-Node-Render-Instructions oder Draw-Edge-Render-Instructions. An dieser Stelle springt der Kontrollfluss vom Graph Analysis Package zurück zum Datagraph Package. Insbesondere haben wir jetzt Render Instructions sowie die ursprüngliche A12 Domäne. Zunächst setzen wir die Domäne entsprechend. Das Setzen der Domäne triggert die Load Modules Saga. Die Load Modules Saga updatet das aktuelle Application-Modell, sodass die A12 Form Engine in der Lage ist, die neuen Dokumente mithilfe ihrer Dokumentenmodelle, der Form-Modelle sowie der Form-Validation-Scripts darzustellen. Das Application-Modell wird erweitert um eine Szene, die in den Match-Conditions das Dokumentenmodell referenziert und die in OnEnter das Formmodell referenziert. Pro Typ von Dokument, den wir anzeigen möchten, brauchen wir also eine Szene, damit die Form-Engine die Daten anzeigen kann. Das Setzen der Render-Instructions triggert die Render-Saga. Sie konsultiert dabei auch den vom User gesetzten State, sprich, ob er etwa eine gepagete Node
auf eine bestimmte Seite gesetzt hat. Aus diesen Informationen generieren wir dann die einzelnen Diagrammelemente oder Fehler, falls etwas schiefgelaufen ist. Nun haben wir alle Informationen, um die IR für A12.de zu bauen. Eine entsprechende Action wird dispatched. Jedes Element dieser Diagram Elements wird durch ein entsprechendes, zuvor registriertes Widget dargestellt. Und wir erhalten den finalen Graph. Schauen wir nun noch, was passiert, wenn ich eine Node auswähle. Ein Klick auf eine Node feuert eine entsprechende Action ab. Da wir diese Entity mithilfe der A12 Form Engine anzeigen möchten, benötigen wir das dazugehörige Dokument. Das Abfeuern der SetSelectedEntityAction bewirkt ein Aufrufen der SelectDocumentSager. Das ist nötig, da wir ja mit der A12 Form Engine ein Dokument darstellen möchten. Weiterhin korrespondiert nicht unbedingt eine Node zu einem Dokument. Haben wir eine Pageable Node etwa, müssen wir schauen, auf welcher Seite befinden wir uns denn, um festzustellen, welches Dokument angezeigt werden soll. In jedem Fall findet die SelectDocumentSager das passende Dokument zur angeklickten Node. Da wir nun wissen, welches Dokument angezeigt werden soll, könnten wir die Details sidebar anzeigen. Dies beinhaltet das Canceln der aktuellen Aktivität, sprich, falls bereits eine Details sidebar sichtbar ist, möchten wir sie einklappen. Zum anderen das Erstellen einer neuen Aktivität. Diese Aktivität beinhaltet das zugehörige Dokumentenmodell. An dieser Stelle muss A12 in den Kontrollfluss eingebunden werden. Die zuvor dispatchte Activity beinhaltet eine Beschreibung der benötigten Daten zur Darstellung in der Form Engine. Ein sogenannter Data Provider hat nun die Aufgabe, die benötigten Daten zu liefern. Im Speziellen sind das die Daten des Dokumentes, die wir aus dem Redux Store lesen können. Damit haben wir die Daten des darzustellenden Dokumentes, aber noch nicht das zugehörige Dokumentenmodell sowie Formmodell und Formvalidators. Dafür muss in A12 ein sogenannter Loader implementiert werden. Wir haben einen Loader implementiert, der die entsprechenden Daten aus dem Redux Store für A12 verfügbar macht. Erst jetzt kann die Form Engine den Inhalt des Dokumentes anzeigen. Dies konkludiert den Technical Walkthrough. Grundlagen und weitere Hintergründe finden sich in der schriftlichen Ausarbeitung. Ich hoffe, das Video konnte zumindest einen groben Überblick verschaffen. Um die Codebase in Gänze zu verstehen oder sie gar zu erweitern, ist ein eigenständiges Studium der Codebase alternativlos. Die zahlreich definierten Tests können dabei helfen, die Funktionsweise von Komponenten zu verstehen oder sie zu erweitern. Die definierten End-to-End-Tests ermöglichen es dabei sogar, ganze Komponenten auszutauschen und die Funktionalität der Anwendung weiter zu verifizieren. So könnte man beispielsweise die Rule Engine komplett austauschen durch einen monolithischen Ansatz. Das Konzept, wie eine effektive Exploration aussehen könnte, wurde durch einen explorativen Entwicklungsansatz der Anwendung selbst weiter erkundet. Die Flexibilität, die durch die Rule Engine mit den verschiedenen Stages ermöglicht wird, geht einher mit einer erhöhten Komplexität in der Interaktion. Ich hoffe, die prototypisch entwickelte Anwendung dient als Grundlage für weitere Iterationen.